Fahrt. Es ist einfach schön, wenn man mit Geld schwimmt. Ich hab 1 Euro verloren. Hola! Noch nie 1 Euro verloren. Es war immer nur plus und plus. Hola! Weiß mir am Arsch vor Geld. Ihr habt ihn sicherlich schon öfter gesehen. Markus Frank Adolf Prinz von Anhalt, der 52-Jährige, der seit über 10 Jahren immer wieder in den Medien auftaucht und dazu doch eine geheimnisvolle Figur bleibt. Er ist ein häufiger Gast in Fernsehshows, tritt in YouTube-Videos auf und ist eine konstante Präsenz auf Facebook und Instagram. Trotz seiner Bekanntheit bleibt unklar, wie er zu seinem Reichtum und Ruhm gelangte. Nach Angaben des Vermögensmagazins hat er ein Vermögen von rund über 100 Millionen Euro angehäuft. Seinen Millionen Follower auf Facebook und auf Instagram gewährt er regelmäßig Einblicke in seinen extravaganten Lebensstil. Heute wollen wir die wahre Geschichte von Prinz Markus von Anhalt enthüllen. Es wird um bekannte Hollywood-Stars, Gefängnisaufenthalte und viele dubiose Machenschaften gehen. Schreibt uns eure Meinung zu Prinz Markus von Anhalt in die Kommentare. Haltet ihr seinen Lebensstil für protzig und unehrenhaft oder für bewundernswert? Lasst uns mit der Lebensgeschichte von Prinz Markus von Anhalt beginnen. Geboren als Markus Eberhard im Jahr 1966 in Pforzheim, wuchs er als Sohn eines Juweliers in einer wohlhabenden Umgebung auf. Bereits in seiner frühen Kindheit lebte er laut eigenen Aussagen mit seiner Familie auf einem riesigen Anwesen, wurde von Chauffeuren zur Schule gefahren und hatte mehrere eigene Tiere, wie zum Beispiel Pferde. Doch als Markus 13 Jahre alt war, ging sein Vater pleite. Vom Luxusleben zog die Familie in ein kleineres Haus. Keine Bediensteten mehr, kein Reichtum, nichts. Während dieser Zeit zeigte Markus erhebliche Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und wechselte mehrmals die Schule. Nach dem Schulabschluss wollte er sein eigenes Geld verdienen. Sein Vater organisierte ihm eine Ausbildungsstelle in einer Metzgerei in Pforzheim. Nebenbei arbeitete Markus in Schlachtereien, verteilte Werbung und war fast rund um die Uhr beschäftigt. Schon mit 16 Jahren verdiente er nach eigenen Angaben ein überdurchschnittliches Gehalt als Auszubildender. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung begann Markus seine unternehmerische Laufbahn. Gemeinsam mit einem Freund leitete er mehrere Gaststätten. Durch eine Bekanntschaft kam er schließlich in den Gerüstbau und gründete sein eigenes Gerüstbauunternehmen, das schnell wuchs und bereits im ersten Jahr mehrere Mitarbeiter beschäftigte. Einige Jahre später entschloss sich Markus, einen Großteil seiner Ersparnisse zu investieren und ins Nachtleben einzusteigen. Er kaufte Diskotheken, eröffnete Bordelle und Nachtclubs. So entwickelte sich Markus von einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmer zum bekannten Akteur im Nachtleben und wurde oft Rotlichtkönig bezeichnet. Er war viele Jahre in dieser Branche tätig, bis er Anfang der 90er Jahre rechtliche Probleme bekam. Wegen Zuhälterei, Menschenhandel und Erpressung sowie weiterer schwerwiegender Vorwürfe verbrachte er von 1994 bis 1996 Zeit im Gefängnis. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis entschied sich Markus, mit seiner Frau in die USA zu ziehen. Sie kauften ein Haus in Miami und führten dort ein luxuriöses Leben. Nach einiger Zeit zog es ihn an die Westküste, wo er in Las Vegas und Los Angeles lebte. In Los Angeles lernte er den adoptierten Adligen Frederick von Anhalt kennen. Frederick lebte damals mit seiner Frau, eine Hollywood-Ikone, in einer Villa in Bel Air. Da Markus sich gut mit Frederick und seiner Frau verstand, wohnte er vorübergehend bei ihnen. Im Jahr 2006 wurde Markus schließlich offiziell von Frederick von Anhalt adoptiert und nahm den Namen Prinz Markus von Anhalt an. Es gab viele Medienberichte, die behaupteten, Markus habe für die Adoption 1 Million Euro bezahlt.
Während Frederik dieses Gerücht in Interviews immer wieder befeuerte, bestreitet Markus diese Behauptung bis heute. Durch diese Verbindungen baute sich Markus ein neues Lebenskapitel auf und kein Geschäftsmann im Milieu, sondern wurde deutschlandweit als Promi bekannt und trat in vielen Fernsehsendungen auf. Dies verdankte er auch seinen Adoptivvater Frederik, der ebenfalls in zahlreichen TV-Shows aufgetreten war und durch seine berühmte Frau viele Kontakte zu den deutschen Medien hatte. Nach einer Zeit entschied sich Markus, seinen festen Wohnsitz nach Dubai zu verlagern. Seit dieser Zeit betreibt er eine Facebook-Seite und andere Internet-Businesses. Seine Facebook-Seite hat teilweise mehr als 500 000 Interaktionen im Monat und über 3 Millionen Follower. Auch im Social-Media-Bereich ist Markus von Anhalt inzwischen ein absoluter Promi. Guten Morgen! Es ist einfach schön, wenn man mit Geld schwimmt. Und ich brauche Businesspartner. Und wenn du auch mein Businesspartner werden willst und auch im Geld schwimmen willst, im Geld baden willst, im Geld schlafen willst, dann swipe jetzt ab. Derzeit vermarktet er zudem Businessmodelle für Instagram und war in letzter Zeit immer wieder in YouTube-Videos zu sehen und aktiv auf Instagram. Eins seiner Businessmodelle versprach den Kunden schnell reich zu werden. Hey, oh. Schau mal! Und hier gewinne ich auch noch! Ich bin so ein Gewinner! Swipe ab und werde auch ein Gewinner! Ich gewinne nur noch! Oft wurde dieses Businessmodell von YouTubern getestet und als Scam betitelt. Nachdem Markus nach Dubai gezogen war, hatte er erneut Pech und musste ein zweites Mal ins Gefängnis, diesmal wegen Steuerhinterziehung. Er soll mehrere Luxusfahrzeuge fälschlicherweise von der Steuer abgesetzt und somit Steuern hinterzogen haben. Von 2014 bis 2016 saß er 2 Jahre in Untersuchungshaft, bis das Amtsgericht Augsburg eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren verhängte. Nun, da wir auf die Vergangenheit zurückgeblickt haben, um zu verstehen, wie Prinz Markus reich und berühmt wurde, wollen wir uns der Gegenwart zuwenden und sehen, wofür er bekannt ist und was seinen Lebensstil so extravagant und einzigartig macht. Er besitzt zum Beispiel zahlreiche Autos, darunter Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes und andere Sportwagen. Sein Reichtum spiegelt sich auch in seinem Schmuck und seinen Outfits wider, die beide sehr kostspielig sind. Dies präsentiert er häufig in seinen veröffentlichten Videos. Zu guter Letzt wird sein Reichtum auch durch seine Wohnsituation deutlich. Markus besitzt mehrere Luxusimmobilien, darunter eine Villa auf Ibiza und eine in Dubai. Die Villa auf Ibiza allein ist 10 Millionen Euro wert und ausgestattet mit mehreren Swimmingpools, einer Fitnessterrasse und luxuriösen Möbeln. Noch heute ist sein Verhalten, ähnlich wie in seiner Grundschulzeit, sehr auffällig. In vielen Instagram-Stories und bei öffentlichen Auftritten wirkt er extrem euphorisch. Viele Medien und Zuschauer spekulieren daher, ob er regelmäßig Drogen oder Aufputschmittel konsumiert. Tatsächlich wurde Markus im Jahr 2009 zu einer Bewährungsstrafe von 1/2 Jahr verurteilt, weil er mit Rauschgift erwischt wurde. Die Amerikaner haben es einfach so drauf mit Entertainment und es war, ich hab gar keine Ahnung von den Regeln. Heyo, jetzt kommt der Zug hier. Ich habe gar keine Ahnung von den Regeln in diesem Spiel. Aber es war so. Seine gelegentliche Euphorie ist daher mit Vorsicht zu betrachten, besonders da er oft betrunken in Instagram-Stories pöbelt und seinen Substanzkonsum offenbar nicht im Griff hat. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr über Markus denkt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis dann. Ciao.